Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Random Let's Play heute. Ich bin euer Marcel. Heute kommt nach langer Zeit wieder ein Video. Ich werde heute eher auf jeden Fall dieses Video, was ihr hier jetzt seht, nehme ich heute am 5.11. auf. Und das werde ich heute am 5.11. hochladen. Ja, wie ihr seht, World of Tanks. Wie sollte es doch anders sein? Es dominiert meinen Kanal, diese Spielreihe oder dieses Spiel. Generell, aber muss ich auch mal gucken, dass ich an mehr Spiele komme. Ja, wie kommt es, dass ich heute aufnehme? Erstens, ich hatte wieder Bock. Zweitens, es ist mein Geburtstag. Danke, 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 danke. Genug des Beifalls. Ja, ich habe Geburtstag, es wurde mal endlich wieder Zeit. Und Bewegung. Ja, Bewegung. Und ich hatte halt einfach Bock auf World of Tanks. Darum gibt es das auch wieder heute. Einfach die Lust auf dieses Spiel ist da und ich habe zwar auch in letzter Zeit. Ich habe zwar auch. Sag mal. Ich habe zwar auch im Allgemeinen Lust auf das Spiel jetzt schon ein paar Mal gehabt, habe aber nicht mein Aufnahmeprogramm gestartet. Heute habe ich mir gesagt, weil ich halt auch Geburtstag habe, gibt es heute wieder ein Video. Oh, ich muss aufpassen, mein Teewasser kocht. Ja, ich hatte halt einfach Lust dazu. Oh Mann. Das wird sicher interessant. Super Gefecht, das erste Gefecht. Da vergeht einem schon eigentlich ja wieder die Lust aufs Spiel. Na, ich glaube, ich fahre jetzt gleich im Low-Tier-Bereich noch ein bisschen. Ihr bewundert mal meine Garage, wenn ich meinen Tee aufkipp schütte. Jetzt ziehen. So, ich lasse mal erstmal meinen Tee jetzt hier schön ziehen und derzeit fahre ich mit euch noch ein bisschen. Ja, ich habe halt nach langer Zeit wieder Lust bekommen aufzunehmen und das ist ja einer der Punkte, die das so schwierig gemacht haben. Es ist nicht so, dass ich kein Videomaterial da gehabt hätte. Vor allem, was die. Also, das hier wird jetzt eine Random-Folge. Die wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Aber generell, was World of Tanks angeht, habe ich noch einen guten Vorrat. Ich habe noch was zum Rendern. Ein bisschen Material für Random-Folgen, die ich auch hochladen werde. Das Problem war halt, ich wollte nichts hochladen nach dem Motto. Oder
gesagt hast, nach dem Motto, die Laune war halt so zum Aufnehmen so, wenn du jetzt hochlädst, dann warten die auf neues Zeug. Und dann hab ich mir gedacht, ich lege jetzt erstmal eine Pause ein. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht, ich bin kein Vollzeit-YouTuber, obwohl ich es machen könnte. Vollzeit mache ich es nicht, weil Unsinn und so. Ja, weil ich habe halt keine Lust, dass man merkt, ich irgendwann in den Aufnahmen, wie niedergeschlagen ich halt bin und wie ungern ich in dem Moment am Aufnehmen bin. Und darum stoppe ich dann lieber, wenn ich merke, okay, die Laune geht in den Keller. Das lohnt sich dann nicht für mich weiterzumachen. Dann sage ich auch klipp und klar, hier ist die Grenze. Das, was da ist, ist brauchbares Material. Das sage ich ganz so, wie es ist. Ich habe fertig gerenderte Folgen und alles. Hoch. Aber wenn die Lust zum Spiel allgemein halt im Keller liegt. So wie durch sowas hier, durch sowas geht halt die Lust in den Keller. Dann lohnt sich das nicht weiterzumachen für mich. Dann stoppe ich, dann warte ich, bis ich. Oh, mein Tiger kommt aus dem Tagessieg. Erbärmlicher Tagessieg. Was habe ich gemacht? Dem T34 die Ketten zerstört. Oh, Sieg mit Verlust. Schlimm. Ja, man sieht, ich habe auch auf meinem Hauptaccount mal wieder eine ganze Weile gespielt. Ich habe einen neuen Panzer in meiner Garage. Ja, also ich habe halt persönlich keine Lust, große Lust zu dem Spiel gehabt. Ich habe immer wieder mal sporadisch WoT auch gespielt. Und ich habe mir gesagt, okay, wenn dich jetzt die Lust packt und du dir sagst, du kannst jetzt wieder mehrere Stunden am Stück auch mit Niederlagen spielen, nimmst du wieder auf. Und da heute mein Geburtstag ist, wie gesagt, ich ein bisschen Zeit und auch Lust habe, nehme ich, also das wird jetzt ein längeres Stück, nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen auf. Lotier-Bereich, trotzdem nur 6er Team-Battle. Boah. Durchwachsen. Naja, und wie gesagt, deshalb gibt es heute halt wieder ein bisschen WoT. Die nächsten Tage auch wieder. Ich werde gucken, dass ich mich. Nee, das heißt, ich werde gucken, dass ich mich dazu motiviere. Ich habe auch Lust auf Darkest Dungeon. Was? Ronaldo? Hä? Was schreibt der? Egal. Also, wie gesagt, ich habe auch Lust auf Darkest Dungeon. Da habe ich ja noch nicht so viele Folgen. Da muss ich Material aufnehmen, weil da habe ich auch nichts mehr auf Vorrat.
Ja, und dann schauen wir mal, was da so bei rumkommt. Oh Mann. Ihr habt das gesehen, wie weit die Artillerie einfach mal blind geschossen hat? Hier müssen wir weg. Da kam Artilleriefeuer. Der ist abgeprallt. Okay, dann fahren wir direkt mal wieder hier weg. Hui, das war Glück, der hat schon auf mich draufschießen wollen. Sie haben uns. Raus. Mist, da hat er mich erwischt, der dicke Max. Und der haut schon rein. Oh Gott. Es wird doch kein so erwarteter Sieg. So, während mein Tee hier noch so schön zieht. Oh, schöner türkischer Apfel. Ah, war die Wanne Niederlage. Hab auch nichts anderes erwartet. Aber diese Niederlage war wenigstens kein Verlustgeschäft. Ja, es gibt tschechische Panzer, bis jetzt nur einen, halt Premium. Ich bin ja mal gespannt, was die da noch so einführen werden. Wir haben bis jetzt noch keinen Forschungsbaum. Heißt, bis jetzt gibt es da auch nicht wirklich was. Oh. Ja, ich habe den Tiger 2 frei. Ich arbeite gerade auf den VK3002D hin. Ich habe mir auch den VK3001P geholt, um zum Tiger P zu kommen. Harter, harter Weg. Na, ja, fahren wir ein bisschen Covenanter. Müssen wir auch mal weiterkommen. Ja, wie gesagt, nach langer Zeit endlich mal wieder Videos. Ich bin froh, dass ich auf jeden Fall die Lust zum Video machen nicht gänzlich verloren habe. Also ich werde auf jeden Fall jetzt die Tage anfangen wieder hochzuladen. Das hier kommt auf jeden Fall heute. Das ist mein erklärtes Ziel, das heute zu rendern und heute hochzuladen. Ich weiß noch nicht, wie ich gleich drauf bin, ob ich mich vielleicht wirklich dran setze und mit meinem Let's Player Kanal noch mal ein bisschen spiele, als Let's Player Account noch mal ein bisschen weiter zocke, ob ich noch ein bisschen random Folgen mit meinem privaten mache,
Das kann ich jetzt. Auf die Schnelle. So. Was zum. Oh Mann. Was zur Hölle? Wie hat die Birch Gun den Sturmpanzer 2 erledigt? Das geht gar nicht. Das ist faktisch unmöglich. Ah, super. Oh, wieder so eine Niederlage. Ah. Ah, das war auch eine Niederlage. Oh, mein, oh, mein, oh, mein. Naja, wenigstens, ich habe einen zerstört. Da gab es wenigstens Credits. Aber man sieht, ich bin von fast 1 Million relativ runter, weil der Vorgänger vom Tiger P, also der war. Wo ist er hier? Ne, das ist der Vorläufer. Ja, der hier. Der war ein bisschen teuer. War ein bisschen teuer. Der kostete nämlich fast die ganze Mille, die ich da hatte. naja, gut. Eine kleine Geburtstags-Random-Folge heute gemacht. Ob ich zu WoWs heute Lust bekommen werde, weiß ich noch nicht. Ob ich die Lust auf irgendwas anderes, sei es StarCraft, Fallout oder irgendwas auch immer noch haben werde, sollte das der Fall sein, nehme ich natürlich so ein bisschen irgendwas auf. Und ich würde sagen, das war's für diese random Geburtstagsfolge von mir. Ich danke euch, dass ihr mir so treu und gut gesonnen geblieben seid und immer da seid noch. Und ja, ich bin euer Marcel und bis denn.